Wir sehen uns auf reitschuster.de. Ideologie frisst Hirn, besagt ein alter Ausspruch. Offenbar gilt der mittlerweile doppelt und man müsste ihn eigentlich noch ergänzen, dahingehend, dass Ideologie und das Coronavirus das Hirn gänzlich auffressen. Diesen Eindruck habe ich zumindest im Moment angesichts der Debatte um den FC Bayern-Star und Nationalspieler Kimmich. Was da alles zu lesen ist, das macht mich sprachlos. Und vor allem ist es für mich ein Beleg dafür, wie weitgehend die Verblödung durch Ideologie gediehen ist und wie stark einfachste logische Grundsätze heute schon nicht mehr gelten. Ich würde sagen, es gibt zwei Regeln und mit denen wäre diese ganze Debatte sehr leicht einzuordnen. Erstens finde ich, dass der Impfstatus eines Menschen in einer Demokratie generell niemanden etwas angeht. Das ist eine reine Privatsache und alles andere ist in meinen Augen schon ein Auswuchs von fast totalitärem Denken. Greife ich jetzt etwas zu weit? Es ist noch nicht gleich ein Auswuchs von totalitärem Denken, aber bei vielen geht es so weit, dass sie schon ein totalitäres Denken damit verbinden. Die zweite Regel, und auch die müsste in meinen Augen völlig eindeutig sein, dass die ist, wenn jemand sich öffentlich hinstellt und öffentlich Reklame macht für das Impfen, und Herr Kimmich war ja bei diesem We Can Beat Corona ganz federführend dabei, dass dann die erste Regel, dass es eine reine Privatsache ist, für ihn nicht mehr so voll gilt. Es ist genauso, wie ich das in anderen Bereichen sehen würde, in meinen Augen, wie es jemand zum Beispiel in der Ehe mit gewissen Dingen hält, das ist seine reine Privatsache, das geht niemandem etwas an. Aber wenn jemand ein Aushängeschild für eine Kampagne für die eheliche Treue ist, in diesem Moment wird dann ein Seitensprung zu einem Politikum. Und dass diese einfachsten Dinge heute viele überhaupt nicht mehr verstehen, das ist für mich eine sehr, sehr traurige Entwicklung. Aber auf Twitter hat man ja ohnehin den Eindruck, da geht es in vielen nur noch darum, dass man einander die Köpfe einschlägt und dass bei uns sehr, sehr viele Dinge völlig durcheinander geraten sind. Das ist wie jetzt bei diesem Fall, als es diesen Fake-Account von Anonymous gab, von Bild-Chefredakteur Reichelt, angeblich die Biedermannisierung der Politik, eigentlich Methoden, wie man sie von den Geheimdiensten kennt, klassische KGB, FSB, Desinformationskampagne, und alle finden das toll und man schaut nur, hahaha, wer hat da noch so viel Vertrauen gehabt, dass er zumindest kurzfristig das glaubte. Also wir haben eine Verschiebung von Werten, wir haben eine Verschiebung unseres Kompasses, die in meinen Augen rigorose und ausgesprochen gefährliche Ausmaße inzwischen erreicht hat. Ich sehe das in der Bevölkerung nicht so. Ich glaube, 95% der Menschen, vielleicht etwas optimistischer, aber die große Mehrheit hat ihr Herz am rechten Fleck und ist sehr vernünftig. Aber diese Blase, Twitter, Medien, Politik, die ist inzwischen in vielem so abgehoben, dass das wirklich gefährlich ist. Langfristig wird das auch ein böses Ende nehmen. Das ist meine traurige Überzeugung. Ich hoffe, ich irre mich, und heute dieses Video stelle ich allen frei. Jeder kann das bei sich hochladen, weil bei so einem kurzen Video macht es keinen Sinn, es irgendwo dann getrennt hochzuladen. Zuerst kommt es auf Odyssee und auf Rumble und danach dann auch noch auf meinem Zensurkanal. Ja, okay, ich sage jetzt nichts zu YouTube, nur da ein Artikel, den ich gefunden habe, geschrieben habe diese Woche mit einem Brief von einem Leser, dass YouTube den Film Der Jude Süß, eines der schlimmsten NS-Propagandastreifen, sehr, sehr starker antisemitischer Hass, der da geschürt wird, der wird gezeigt, obwohl das illegal ist, der darf nicht gezeigt werden, die Rechte liegen bei der Filmstiftung und die verbietet das, das kümmert YouTube nicht, aber wenn der Reitschuster oder irgendjemand anderes eine Expertenmeinung hat, die den YouTube-Leuten nicht gefällt, dann wird zensiert. Es ist zum Verrücktwerden, und die ganzen Besser-Menschen, die finden das dann auch noch prima und sagen, ja, das Ganze ist doch privat. Die haben sich wirklich nicht mit der Geschichte befasst, auch nicht mit der Zeitgeschichte, weil natürlich das sehr, sehr oft unter dem Vorwand geschieht, es sei privat. Also bitte etwas mehr Geschichtswissen. So, das war's
für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute. Und heute kommt auch noch mein Bundespressekonferenzvideo. Sehr, sehr spannend diesmal. Titel: Wie die Bundesregierung in die Stalin-Schnurrbartfalle tappte. Lassen Sie sich nicht entgehen. Alles Gute. Danke. Ciao. Wir sehen uns so. Reitschuh, Reitschuh. Reitschuh.